Okay. Also hier ist nicht... Alter! Genau. So. Jetzt war's mal mit denen dreien. E-Mail ist an das Umbrella-Hauptquartier. Direktor Owens. Im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Owens. Owens. Mhm. Direktor Owens. Die Lage ist ernst. Sorry. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von Anfang an wahrscheinlich. Okay. Gut. Was haben wir da? Ne, das will ich noch nicht. Kombinations... Ah, da ist ein Kombinations was wieder. Okay. Da werden wir wohl wieder was finden. Aber, Moment mal, ganz kurz. Da war aber kein Hinweis, nee. Da auch nicht, okay. Okay. Gut, dann ist klar, dass der Raum noch rot ist. Bleibt sehr liegen. Da finden wir noch etwas. Packen wir mal dahin. Psst, sehr leise. So. Können wir da irgendwas betätigen? Ich will irgendeinen Schalter drücken. Ja, komm. Huch, da ist... Ne, da war nichts. Gut, dann geht's da weiter. Und da geht's weiter. Was ist das? Sherry, ich hab dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Hey, Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Oh nein. Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Okay, die Mut ist aber auch nicht recht viel besser. Okay, gibt's eine Schreibmaschine zufällig? Nee, aber bist, Stuhlmunition. Nehme ich auch gerne. Warte mal. Dann lade ich... Mach mal so. Dann lade ich hier gleich mal nach. Werde übrigens, warte mal, ich packe jetzt... die hier. Auf die 2. Und genau, die auf die 3, das passt so. Dann packe ich die da jetzt hin, ich packe hier hin und dich hier hin und dich dahin. So, jetzt packe ich mal hier hin. So, dann Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Ja, das passt so. Das packen wir noch dahin. Okay, gut. Irgendwas können wir da noch finden. Ich hoffe, Sherry hält noch etwas durch. So, da gehen wir gleich durch. Was haben wir da noch? Oh, Karte der Kanalisation. Sehr schön. Okay, cool. Hauptstromversorgung. Okay, ah, da geht es aber eh noch etwas weiter. Da ist kein Raum mehr, okay. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin. Standseilbahnglas, okay. Und oben... Genau, da waren wir. Unten, da war die Kanalisation. Arbeitsraumaufzug, okay. Na gut. So. Ah, das ist eine Schreibmaschine. Die wird mir aber noch nicht angezeigt auf der Karte. Jetzt, okay, ich muss erst finden. Dann speichere ich gleich ab. Was haben wir da noch? Eine Broschüre der Kanalbaufirma Kneights Construction Corporation, okay. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Kneights Construction Company. Oh, sorry. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Stadt unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude am Arbeit und des überlegenden industriellen Design. Wir bei Kneights Construction Company, nicht Corporation, glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Gemütlich wie ein Bauer, okay. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort treffen zu können. CEO der Kneights Construction Company, Ehrenmitglied des Weltschachverbands, deswegen die Knights, okay, ehrenamtlicher Berater der des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde, R.B. Fischer. Okay. Was haben wir da? Da können wir wohl eine VHS einsetzen. Kenneths Film zum Beispiel. So, und da können wir ablegen. Dann legen wir das mal ab. Dann nehmen wir das jetzt trotzdem mal mit. Hochwertiges Schiffpulver legen wir auch ab. Können wir mal... sortieren? Passt. Ich glaube, dann nehme ich dann auch mal ein Kraut, dass wir uns mal heilen. Können wir Granaten... Okay, 3 Granaten können wir stacken. Okay, gut, dann nehmen wir die Granate mal mit. Dann nehme ich die auch mit und die packe ich hier hinein. So, passt. Gut. Und dann nehme ich einen Erste-Hilfe-Spray mit. Heile mich jetzt einmal, wenn wir wieder gesund sind. Okay, passt. So. Und dann... Videorekorder, okay. Irgendein Item finden wir da wohl noch. Deswegen speichern wir noch nicht ab. Elektronikteil, okay. Packen wir da hin. Okay, das können wir auch hier wieder einsetzen. Okay. Warte mal, ich setze das noch nicht hin. So. Da haben wir einen Bauern. Da haben wir gar nichts. Da haben wir auch gar nichts. Okay. Was haben wir denn da? Öffnen der Tür zum U-Bereich, also Untergrundbereich. Ich habe bei dem letzten Irrentransfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß ja noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Okay. Den Stecker finden. Pinnwand. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind wie Läufer und Damen nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, das brauchen wir dann später. Also haben wir auch noch ein paar. Okay. Und da kommen wir so jetzt noch nicht durch wahrscheinlich. Ja, klar. Okay, ich nehme kurz mal... Alle Stecker jetzt mal mit. Gehen die auch irgendwie? Elektronikteil untersuchen. Ah, Läuferstecker, der Kopf. Ah, eines Schachsteckers hat die Form eines Läufers, okay. Und was hat das? Ein Bauer. Bauerstecker, genau. Da ist das nichts mehr. Da hinten ist noch was. Und da haben wir den Springer. Oder das Pferd. Suchen. Springerstecker, genau. Der Kopf eines Schachsteckers hat die Form eines Springers. Gut. Sonst ist da aber nichts mehr, okay. Dann... Genau, jetzt finden wir da nichts mehr. Können wir das Rätsel schon lösen? Wenn wir das Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Damen nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Bin sicher, dass... Okay, warte mal. Mal angenommen, hier gehört wirklich der Springer hin. Benutzen. So. Und hier gehört auch der Bauer hin. Benutzen. So. Und dann noch wie? Turm und Springer an derselben Wand. Aber wir haben einfach nur zu wenig Steckerwärme. Okay. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm legen sich gegenüber. Okay. Pass auf, dann... Was haben wir jetzt noch? Dem Läufer. Das Turm und Springer, das haben wir. Läufer und Dame nicht gegeneinander. Also nicht nebeneinander, nicht gegeneinander. Turm und Springer an derselben Wand. Das heißt, dann kann der Turm nur noch da oder dahin. Turm und Springer an derselben Wand und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen gegenüber. Okay. Was haben wir noch? Den Läufer. So. Turm und Springer an derselben Wand. Läufer. Okay. Das bedeutet aber, Turm und Springer sind an der Wand. Ups. Und Dame und Turm legen sich gegenüber. Das heißt, die Dame muss dann, nachdem hier noch irgendwo der Turm ist, muss die Dame auf dieser Seite hin. So. Und dann hieß es ja noch, Dame und Läufer sind nicht nebeneinander. Das bedeutet, der Läufer kann dann nicht mehr dahin, weil da haben wir schon einen Bauern. Und dann müssen sie sich zwangsweise nebeneinander stellen. Das heißt, der Läufer kann entweder nur noch da oder da sein. So. Pack ihn jetzt einfach mal da rein. Dann müsste ja theoretisch hier der Turm hin. Hier die Dame. Und was fehlt noch eigentlich? Turm und Springer an derselben Wand. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm legen sich gegenüber. Ja gut, wie gesagt, wir müssen sowieso mal die restlichen Schachfiguren noch finden. Ja, lass mir das mal so. So, die Frage ist... Ah, da können wir weiter. Okay, und wir speichern es aber mal ab. So. Wie sieht es eigentlich aus mit der Aufnahmezeit? 1 Stunde 12. Okay. Okay. Dann können wir noch ein wenig. Gut, dann gehen wir mal da durch. Schauen wir mal, was wir da finden. Das betätigen wir einfach mal. Okay. Das heißt, wir können da jetzt weiter. Ich rüste mal die Maschinenpistole wieder aus. Mir fast ein bisschen lieber. Da könnten wir dahin schauen oder dahin schauen. Außerdem finden wir hier auch noch irgendwo etwas. Ah, ein rotes Kraut einmal. Gefällt mir sehr gut. Das nehmen wir auch mal mit. So. Irgendwas finden wir dann noch. Was haben wir da noch? Oh. Wichtiges Werkzeug. Und suchen. E-Ventilgriff. Okay, wir müssen wieder zurück irgendwie. Problem ist, dass wir ja gerade... nicht zurückkommen. Alter! Hör auf! Das Zimmer. Wenn ich wegschaue. ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir das ID-Armband haben. Access Denial, ja. Gut, wir brauchen das ID-Armband.